Die Vorbereitungen für die 29. Schauinslandreisen Jazz Rally laufen auf Hochtouren. Unter dem Motto Jazz geht's los stellte der Veranstalter Destination Düsseldorf am Mittwoch, den 24. Mai, die Festival-Shuttles vor den Düsseldorfer Rheinterrassen vor. Wir freuen uns auf viele, viele tolle Konzerte in der Stadt und natürlich muss man, weil dieses Jazz-Rally-Konzept natürlich auch mit verschiedenen Standorten hier in der Stadt operiert, brauchen sie natürlich eine Lösung, wie sie Künstler, Partner, andere Leute dann auch von A nach B transportieren, zu den Hotels, vom Flughafen, vom Bahnhof abholen. Und dafür haben wir mit Rheintaxi einen ganz tollen Partner gefunden. Rheintaxi stellt uns Fahrzeuge zur Verfügung. Die sind ab heute auch mit einem entsprechenden Schild gebrandet. 130 Fahrzeuge werden zur Verfügung stehen, die wir dann nutzen können, um vor allem Künstlerinnen und Künstler dann auch vom Hotel zu den Veranstaltungsstätten zu bringen. Die 29. Schauinslandreisen Jazz Rally findet am Pfingstwochenende von Freitag, den 26. Mai, bis Sonntag, den 28. Mai statt. Doch was wünscht sich der Veranstalter für die diesjährige Rally? Ich wünsche mir erstmal gutes Wetter. Das scheint sich, so wie die Apps mir das sagen, scheint sich das schon mal einzustellen, weil natürlich die Rallye auch einen Open-Air-Charakter hat. Ja, wir haben viele Konzerte, die Indoor stattfinden, wie hier in der Rheinterrasse. Wir haben aber auch genauso viele, sogar noch mehr Konzerte, die draußen stattfinden, die auch kostenlos sind. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Leute nicht im Regen stehen und mit Regenschirm nicht sehen, sondern dass sie einfach Spaß haben, in die Stadt kommen und dieses tolle Ambiente, dieses tolle Flair der Jazz Rally dann auch genießen können. Das volle Programm der diesjährigen Jazz Rally gibt's unter www.düsseldorfer-jazzrally.de. Wir wünschen allen Musikfans viel Spaß.